Ja, dann starten wir in die dritte Seminarrunde. Wir sind angekommen im Buch der Offenbarung, Kapitel 13. Kapitel 12 haben wir bereits unter dem Bild oder Zeichen des Drachens den Satan und sein Wirken kennengelernt. In Kapitel 13 wird jetzt diese Thematik vertieft und uns werden noch weitere Einzelheiten, insbesondere was den Antichristen betrifft, vor Augen geführt. Dieses Kapitel beginnt jetzt damit: Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner, 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine große Macht. Hier wird jetzt unter dem Bild eines Tieres die Person und das Wirken des Antichristen uns vor Augen gestellt. Die Tiergestalt, die jetzt hier geschildert wird, knüpft natürlich aufs Allerengste an das Buch Daniel an. Dort werden Tiere als Kennzeichen für Reiche und Herrscher benutzt. Dieses Tier steigt aus dem Völkermeer auf. Es hat 10 Hörner und 7 Köpfe. Das stellt natürlich jeden, der ein bisschen Mathematik versteht, vor die Aufgabe, soll ich das als Bruchrechnung oder in Dezimalstellen mit den Hörnern da auf die 7 Köpfe verteilen? Lassen wir das zunächst, denn das wird aufgelöst als eine Art Doppelbild. Was aber kennzeichnend ist auf den seinen Köpfe Namen der Lästerung. Lästerung ist ein Ausdruck, Gott gegenüber abwertend, verurteilend sich zu äußern. Dieses Tier trägt die Merkmale der Reiche, wie Daniel sie schildert, mit Panther, mit Bär, mit Löwe und anderem mehr. Aber was kennzeichnend ist, der Drache, das ist Satan, wie wir in Kapitel 12 sehen, gab ihm seine Macht und seinen Thron und seine Kraft. Hier haben wir wieder den Affen Gottes, so wie der Vater dem Sohn für seinen Auftrag alles gegeben und übergeben hat, so auch hier der Antichrist. So wie es eine göttliche Trinität von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist gibt, so gibt es eine satanische Trinität, die sich in der letzten Zeit offenbart. Gott Vater steht der Satan gegenüber, Gott Sohn der Antichrist und Gott dem Heiligen Geist, der falsche Prophet, den wir in der zweiten Hälfte des Kapitels kennenlernen. Nun heißt es, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Das ist derselbe Ausdruck wie das geschlachtete Lamm. Hier wendet sich nun unser Gedanke, wenn wir diesen Ausdruck beachten, dahin, ob denn wohl Satan auch das Wirken Gottes im Erlösungswerk nachahmen wird, von Tod und Auferstehung. Und genau das geschieht. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter ihm her. Das ist also nicht irgendwo in einer privaten Sektenecke, sondern das ist ein Geschehen, das weltweit beachtet wird und dazu führt,
dass die Menschen den Drachen anbeten, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet, und ihm wurde Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Hier sind wir wieder in dieser Zeitspanne der 70. Jahrwoche der letzten 7 Jahre, mit der ersten Hälfte, wo sich die Dinge alle anbahnen, und in der zweiten Hälfte, wo sich diese Dinge im vollen Maß auswirken. Hier das Offenbarwerden des Antichristen als von dem Satan beauftragt und der ihn ja verherrlicht und die Menschen dazu führt, ihn anzubeten, ist jetzt auch das Gegenstück zu Jesus, dessen Ziel ja auch war, den Vater zu verherrlichen. Er redet Lästerworte und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate. Das ist der Ratschluss Gottes. Mehr Zeit gibt es nicht dazu. Hier begrenzt Gott. Und dann heißt es weiter, und dieses Tier öffnete den Mund zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Die Heiligen sind hier nicht die Gemeinde, sondern das ist im Sprachgebrauch alttestamentlicher Prophetie, ist das Israel. Da wird Krieg gegen Israel geführt, haben wir gesehen, bei der 6. Posaune, welche Heere da auftreten und sie zu überwinden. Es schmerzt, das zu lesen. Es schmerzt, wenn wir daran denken, was das Volk der Juden im Laufe der Geschichte schon durchlitten hat. Zusammenhang mit Kreuzzügen, der Holocaust und andere Dinge mehr. Und doch gibt es auch hier ein Ausmaß des Gerichtes, wo es schwerfällt, das nachzuvollziehen. Aber hier gilt, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Und die Höhe, in der man steht, bestimmt immer die Tiefe des Falles. Und so auch hier. Und es wurde ihm Macht gegeben gegenüber jedem Stamm, jedes Volk, jede Sprache, jeder Nation. Auch hier wieder die Kopie, dem Christus gegenüber und seinem kommenden Reich einer Weltherrschaft. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Das Interessante ist, dass hier jetzt nicht die sächliche Person für das Tier steht, es anbeten, sondern hier im weiteren ausführenden Text ihn, das ist die Personalifizierung und deutet darauf hin, es geht um einen Namen. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes, hier habt ihr das Gegenstück, von Grundlegung der Welt an. Und nun eine Aussage, die uns auch mal deutlich macht, dass es eine Bewährungszeit ist. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand ins Gefängnis geht, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Ausharren und Glaube der Heiligen. Das betrifft sowohl die Gemeinde in der anlaufenden Zeit als auch Israel und die, die zunehmend erkennen, wir haben den Falschen anerkannt. Und von daher wird Israel auch da noch einmal schwer leiden. Ich sah ein anderes Tier. Hier setzten sich diese Tierbilder für Macht, Person und Herrschaft weiter fort, aus der Erde aufsteigen. Das Meer steht für die Völker, die Erde, das Land, wird von manchen Auslegern mit Israel gleichgesetzt oder mit dem religiösen Bereich. Ich neige zum zweiten Teil.
Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Wieder auffällig, die Ähnlichkeit und die Nachahmung von Lamm, aber es redete wie ein Drache. Hier stimmen Form und Äußeres nicht mit dem Inhalt, mit dem Inneren überein. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wir haben hier den falschen Propheten als der, der jetzt das Gegenüber zu dem Heiligen Geist ist, der ja Christus verherrlicht, der jetzt alles daran wendet, dass der Antichrist verehrt wird. Wir würden das im modernen Jargon nennen, das ist der Propagandaminister des Antichristen. Und wer ein bisschen die Geschichte des Dritten Reiches gelesen hat, der weiß, Hitler ohne Goebbels wäre auch nicht ganz die halbe Miete. So auch hier, und es heißt weiter, es tut große Zeichen, dass selbst Feuer vom Himmel auf die Menschen auf der Erde kommt und verführt, welche auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben war. Hier ist jetzt auch ein mahnendes Wort an uns. Zeichen und Wunder sind für sich genommen kein letztendlicher Beweis. Die geschehen auch unter anderem Vorzeichen. Es ist immer die Frage, auf wen weisen sie hin, wer wird dadurch verherrlicht. Und hier hat es ja große Übertreibungen im pfingstlichen und auch im neokarismatischen Bereich gegeben. Zum Glück ist im Augenblick doch eine Ernüchterungsphase, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das nicht auf eine andere Weise doch wieder durchbricht, denn das läuft ja darauf hin. Dann heißt es weiter und sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist. Das ist dreimal erwähnt, deswegen kann man das nicht einfach nur beiläufig abtun und für irgendeinen schwachen Hinweis halten, sondern hier wird tatsächlich Tod und Auferstehung nachgeahmt. Der Antichrist wird jetzt verherrlicht durch das Tun dieses falschen Propheten, indem er ihm ein Bild fertigt. Nun ist dieser Ausdruck einmal vom Griechischen her nicht ganz so eindeutig, wie wir es im Deutschen haben. Bild ist was, was man einrahmt, an die Wand hängt. Bild kann aber auch eine Plastik, dreidimensional sein. Bild kann mittlerweile, wie wir wissen, in der ganzen modernen Medienwirtschaft, aber schon ganze Ideologien und System bis hin zur Machtergreifung über die Menschen beinhalten. Mediensüchtig ist ja ein neues Krankheitsbild, das auf Krankenschein bezahlt wird und alle anderen mit die Kosten dafür aufbringen müssen. Darüber nachzudenken lohnt sich vom Ansatz her, auf jeden Fall. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, Leben, das heißt reagieren zu können und die Reaktionen sich auf die Menschen zu beziehen und sie einzubeziehen. Es heißt nämlich dort, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das wird kein Adolf Hitler-Bild an der Wand sein, das wird keine Skulptur Kaiser Wilhelm oder sonst was sein mit Pickelhaube, sondern dieses Bild, wenn man nur ein wenig über die Gesamtentwicklung der Medienwirtschaft nachdenkt,
wird etwas Besitzergreifendes sein und dazu führen zur Anbetung. Jeder Mensch betet, nur mit ganz verschiedenen Formen, Erwartungen. Das wird gesteuert werden. Der Wiener Soziologe und Sprachpädagoge, der hat einmal gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Der braucht das und gleich in welcher Form es ist, er wird es suchen. Und hier wird es ihm angeboten. Und die Person des Antichristen bringt jetzt alle dazu, die Kleinen, die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien, die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an die rechte Hand oder an ihre Stirn gibt, das niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier geht es nicht um Corona-Impfen, ja oder nein, wie manche Christen in ihrer Überspanntheit da folgern. Das hat damit gar nichts zu tun. Denn ohne Impfung könnten wir keine Mission betreiben heute. Kein Missionar dürfte auf ein Missionsfeld ohne Geld fehlen bei Malaria oder andere Impfungen. Das muss man ganz schlicht sehen. Hier lassen sich Christen auch vereinnahmen oder vor ideologische Wagen spannen, die nicht unsere Aufgabe sind zu ziehen. Nein, hier geht es um mehr. Zeichen an Hand und Stirn. Wir lesen, bei den 144.000, die wurden versiegelt mit dem Zeichen an der Stirn. Im Alten Testament ist von solchen Zeichen die Rede. Also führt das der Satan versus Antichrist und falscher Prophet genauso ein. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das für ein Zeichen? Ist das eine Tätowierung? Ist das ein Chip? Ist das eine Injektion? Die technischen Möglichkeiten oder die biologischen Möglichkeiten sind viele. Aber hier geht es mehr um den Inhalt. Denn es heißt hier, wer das Zeichen nicht hat, kann nicht kaufen und kann auch nicht verkaufen. Ihm wird die Lebensgrundlage entzogen. Das heißt, hier wird ein System uns gezeigt, das den Menschen total kontrolliert und seinen Lebensraum in den Griff bekommt. Nun, die Entwicklungen schreiten voran. Ob China, wo jetzt die Olympischen Winterspiele begonnen haben, das ist der bestüberwachte Staat. Aufgrund der Beobachtungskameras kriegt man Sozialpunkte, wer nicht genügend hat. Der wird eingeschränkt in seinen Lebensfähigkeiten. Und das entwickelt sich in vielen anderen genauso weiter. Was uns jetzt einen Hinweis weitergibt, heißt nämlich, hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Tja, das ist natürlich eine Aufgabe, die schon viel Tinte, die schon viel Fingerspitzen auf der Tastatur wund gemacht hat und Tinte gekostet hat. Wer kann das sein? Nun ist es ja so, dass sowohl im Arabischen wie im Jüdischen als auch im Lateinischen Zahlen Buchstaben sind. Und wenn man das jetzt überträgt und die verschiedenen Sprachen zugrunde legt, dann kann das alles Mögliche sein. Die einen haben Kaiser Nero rausgelesen, die anderen haben diesen oder jenen Papst, die anderen Napoleon rausgelesen, die anderen waren ganz sicher, dass es Hitler war, andere Mussolini. Und in der letzten Zeit ist der große Streit, ob Obama der Messias war und Trump der Antichrist oder so weiter. Ich werde euch etwas verraten. Mir hat ein Mathematiker gesagt,
Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die über so viele Lösungswege verfügt, dass jede gewünschte Lösung erzielt werden kann. Das heißt auf Deutsch, ich rechne aus jedem eurer Namen, wenn ich die entsprechenden Muster anwende, 666 aus und dann sind wir in einer Versammlung von Antichristen. Das macht deutlich, so geht das nicht. Denn da stehen zu viele Dinge im Widerspruch. Wenn wir Christen werden, müssen wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Wenn wir aber fragen, ja, was bedeutet das? Denn es heißt eines Menschenzahl. Das lässt uns zurückblicken in den Schöpfungsbericht. 7, die Fülle des Wirkens Gottes inklusive des Sabbat, der mit dazugehört. Und der Mensch ist am sechsten Tag geschaffen. Und Gott sagt, es ist sehr gut, der Mensch, weil er so qualitativ hochsteht, ist auch sein Fall so tief. Eines Menschenzahl, das deute ich schlicht so, mehr kann ich nicht verantworten. Selbst in der Dreierpotenz 666 erreicht der Mensch niemals die göttliche vollkommene 7. Die Anmaßung, Gott zu sein, vom Satan her, vom falschen Christus her, Antichrist, heißt ja vom Griechischen her auch anstatt Christus. Anti ist ja nicht nur gegen im Griechischen, anstatt. Und das ist die Zielrichtung. Hier wird eine Vergottung des Menschen so stark deutlich, dass das die ganze Gesellschaft prägt. Und da lesen wir schon auf dem ersten Blatt der Bibel. Ihr werdet sein wie Gott. Keiner wird euch mehr Vorschriften machen. Ihr entscheidet selber, was gut und böse ist. Und wir sind da schon auf einer Gefällstrecke in diese Richtung hin unterwegs. Wie weit das auch dann konkrete Maßnahmen hat, wäre kein Problem, einen Chip einzuspritzen, dann gehst du, bezahlst du weder mit der Scheckkarte noch mit Geld, du legst ihn aufs Lesegerät. Wenn du im System bist, wird abgebucht, wenn nicht, dann kannst du so wieder gehen. Bis hin, und das lässt mich irgendwie fast ein bisschen schaudern, dass heute die Computerwissenschaft am biologischen Computer arbeitet. Denn die Biologie kennt auch die Funktion 0 und 1. Und das ist ja das Grundgesetz aller Programmierung. Wenn dieser biologische Computer arbeitet, dann ist es nicht mehr weit, dass es auch die Schnittstelle zum menschlichen Gehirn geben kann. Und darüber träumen nicht nur Science-Fiction-Autoren, sondern das wird als eine reale Möglichkeit angesehen, denn der Mensch ist ja nur Produkt der Evolution und des Zufalls. Und jetzt helfen wir dem Zufall mal eine Richtung nach. Wenn es klappt, dann zeigt sich ja, dass es möglich ist. Ich bin da noch zurückhaltend, würde aber mit 666 keinen Menschen der Gegenwart kennzeichnen. Viele waren ja sicher, Franz Josef Strauß ist es. Und andere, naja, wie immer, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wir Christen stehen natürlich auch in Gefahr. Als der Strichcode für die Waren eingeführt worden, erinnert ihr euch noch? Da haben viele gewarnt, das ist das Zeichen des Antichristen. Denn wenn man das auflöst, da sind dreimal dieselben Streifen, das ist 33666, das ist der Antichrist. Ich sage, spinnt ihr denn? Als von 1999 auf 2000 diese imaginäre Grenze, wo die Computer mit der Jahreszahl darauf noch nicht programmiert waren, da ging dann die Befürchtung um, ja jetzt. Und in einem Gemeindebezirk, ich will nicht sagen wo, da wurde verkündigt, lasst eure Badewannen voll Wasser laufen, kauft euch Konserven, stellt sie in den Keller und die ganz Klugen kaufen sich Notstromaggregate. Ich dachte, ich bin im falschen Film.
Ich sage, was, ihr spinnt doch. Ja, und als es 2000 vorbei war, habe ich einen gefragt, und? Ja, sagt er, war wohl nichts. Aber jetzt haben all unsere Royal Ranger Notstromaggregate. Ich sage, da hat eure Dummheit wenigstens eine gute Frucht getragen. Ich sage das nicht, um mich lustig zu machen. Ich möchte nur signalisieren, bitte, bitte, es kursieren viel zu viele Verschwörungstheorien in diesem Bereich im Internet. Folgt ja nicht all den Links. Ich habe mir bei einigen wenigstens kurz die Möglichkeit, also bin der Möglichkeit nachgegangen. Ich habe bald gemerkt, das nimmt Dimensionen an, die dann die Menschen so einnehmen. Ich habe einen Glaubensbruder getroffen, ich sage, was machst du? Ja, ich diene dem Herrn. Ich sage, was machst du? Ja, ich lege mein Geld an, um dann mit dem Reich Gottes zu arbeiten. Ja, das ist ja gut, aber was machst du? Ja, da haben jetzt Leute rausgefunden, man muss Währungen kaufen, die nichts wert sind, aber wo die Länder Geld haben. Und dann bis zum Ende des Jahres wird sowieso alles kollabieren und dann sind wir fein raus. Jetzt ist das Ende da. Wenn ich den mal irgendwo sehe, werde ich mal fragen, was ist los? Es ist traurig und zeigt, dass auch Christen verführbar sind, wenn sie nicht in der schlichten Glaubenstreue dem Wort Gottes und dem Herrn gegenüberstehen. Hütet euch vor der Seuche nach ständig Neuem. Wenn das der Paulus gewusst hätte, was uns der Herr heute offenbart hat. Entschuldigt, dass ich mich so ereife, aber das kann man nicht anders behandeln. Das Ganze steuert für mich in eine solche Richtung und erklärt, warum das möglich wird. Trotzdem habe ich keine Angst. Trotzdem schmeiße ich meine Scheckkarte nicht weg. Trotzdem bewege ich mich in einer Welt, die sie so verwaltet, wie sie ist, sein wird und habe keine Angst, dass ich infiziert werde. Aber hier wird jetzt deutlich, dass hier wirklich weltweit angebetet wird, die einen Gott und die anderen, dem Satan, dem Antichristen. Jetzt, nach diesen erschreckenden Bildern, dürfen wir wieder einen Blick in den Himmel tun. Da stehen wieder die 144.000, aber jetzt auf dem Berg Zion. Wir lesen in Zacharja 14, wenn der Messias kommen wird, dass wir zu dem Zeitpunkt sein, wo Jerusalem sozusagen umzingelt ist und Jerusalem bereits zur Hälfte erobert wird, die Leute in Gefangenschaft geführt werden. Da wird der Messias kommen und seine Füße werden auf dem Berg Zion stehen. Das ist jetzt die Vorausschau in diese Zeit. Und die dort, die 144.000, das wird jener Kern Israels sein, die ihn als Ersten, wenn er wiederkommt, so sehen. Die anderen aber auch, denn in Zacharja steht dann, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Und dann wird eine große Bußbewegung erfolgen. Aber das ist schon der Vorausblick. Jetzt singen sie, diese 144.000, ein neues Lied, wie vorher die Gemeinde gesehen haben, auch ein neues Lied gesungen hat. So jetzt auch hier und zeigt bereits an, dieser Kern Israel deutet darauf hin, dass ganz Israel errettet wird, wie Paulus schreibt. Aber noch sind für Israel ganz, ganz schwierige Zeiten, denn es wird weiterhin Gericht angekündigt, denn die Zornschalen stehen noch aus. Und auch hier wird es die ganze Welt betreffen, obwohl die Kernereignisse sich im Nahen Osten abspielen werden. Die Engel, drei Engel weisen darauf hin. Der eine spricht von den Gerichten über Erde, Meer und Wasser. Wir haben davon gehört. Der zweite spricht, gefallen ist Babylon. Da werden wir in Kapitel 18 noch sehen. Und ein dritter Engel
sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbietet und ein Mahlzeichen an deine Stirn oder Hand nimmt, so wird er auch trinken vom Wein des Grimmes, des Zornes Gottes. Und nun haben wir an dieser Stelle, in dieser letztendlichen Zeit, die massivste Beschreibung der Hölle. Wollen ja heute viele gar nicht mehr akzeptieren. Viele Theologen der Kirche sagen, ja, das sind Vorstellungen des Mittelalters und Altertum. Ein lieber Gott kann nicht so sein. Aber hier steht, so wird er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden. Feuer und Schwefel sind im Altertum Ausdruck unlöschbaren Feuers. Aber in der Hölle brennt kein physikalisches Feuer. Das ist eine Sauerstoffoxidation, wo eben Wärme bei abfällt. Das sind Bilder der Hölle. Das Feuer der Hölle wird das Bewusstsein sein, falsch gehandelt zu haben, unter diesen Folgen im Gericht Gottes zu stehen und es nicht mehr umkehrbar machen zu können. Das ist eigentlich Hölle, nicht das Feuer, wo einige meinen, sie würden sich melden beim Heizen, dann wird es nicht mehr so schlimm werden. Und es heißt dann weiter, sie werden gequält vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Viele meinen, es müsste eine große Sichtschutzwand zwischen Himmel und Hölle sein. Aber hier steht Engel und vor dem Lamm. Wir dürfen niemals vergessen, derselbe Gott der Liebe ist der Gott der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und erst auf diese Basis von Heiligkeit und Gerechtigkeit entfalten sich Liebe und Gnade. Alles andere wäre Willkür. Und so haben wir hier eine klare Aussage. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit. Hier in Deutschland mehrt sich vor allen Dingen auch wieder in Süddeutschland die Lehre der Allversöhnung, dass letztlich alle versöhnt werden, auch der Teufel noch. Die Erlösung ist zwar für alle geschehen, aber alle, die Jesus nicht annehmen, die werden dem Gericht verfallen. Dann kommen Leute und sagen, ich könnte im Himmel nicht glücklich sein, wenn ich daran denken muss, meine Verwandten sind in der Hölle. Er sagt, das darfst du hier, aber im Himmel brauchst du es nicht mehr, denn du wirst sowohl Liebe wie Gerechtigkeit Gottes erkennen. Und wisst ihr, wer am meisten darunter leidet, dass Menschen diesen Weg gehen? Gott selber. Denn er hat ja den größten Preis zur Erlösung bereits bezahlt. Und wenn Menschen ihn dann nicht annehmen, dann bleibt für sie nur was? Gerechtigkeit, Gericht. Und so auch hier insbesondere in der letzten Zeit, wo das Zeichen angenommen wird des Antichristen und angebetet wird. Im zweiten Teil von Kapitel oder im dritten Teil, das ist ja in der Übersetzung ein bisschen unterteilt, aber das ist hier der zweite Teil von Vers 14 ab, da haben wir zwei Doppelbilder der Ernte in der Endzeit. Ernte ist ja sonst ein positives Bild. Jesus spricht, die Ernte ist reif, wenn es um die Evangeliumsverkündigung geht. Das Erntefest ist ein heiliges Fest für Israel, um Gott zu preisen. Hier wird das Bild der Ernte aber in einer zweifachen Weise gezeigt, dass es auch Ausdruck ist, was der Mensch sieht, wird er ernten. Ich sah und siehe eine weiße Wolke und der auf der Wolke saß, war gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Viele meinen, müsste Christus sein. Aber der weitere Text zeigt, es ist einer der Engelfürsten. Und ein anderer Engel kam aus dem Himmel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu.
Engel müssen und können Christus nicht befehlen. Schicke deine Sichel aus und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Gott ist ein geduldiger Gott, der wartet bis zum Letztmöglichen. Beim Lesen dieses Textes denke ich an eine Erfahrung als Kind. Meine Vorfahren waren alles Bauern. Als ich als Flüchtling in Niedersachsen war, da sehe ich noch, wie der alte Bauer so in der Erntezeit mitten in einen Ernteacker trat, mit der Hand einige Ähren raufte und sie so zerrieb. Und ich sagte, was machst denn du? Ja, sagte, ich prüfe den richtigen Zeitpunkt. Wenn ich zu früh ernte, ist es zu feucht. Wenn ich zu spät ernte, dann ist es überreif und dann fällt es beim Ernten aus der Ähre, aus der Hülle. Und hier steht überreif. Gott wartet tatsächlich bis zum letztmöglichen Zeitpunkt. Denn Zeit ist ein Geschenk Gottes und Raum zur Buße. Und dann heißt es, der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ausdruck des Gerichtsgeschehens. Ein anderer Engel kam. Ihr seht, das sind Engel hier aus dem Tempel. Er hatte eine scharfe Sichel. Man müsste eigentlich sprechen von einem Rebmesser. Das wird deutlich, weil im Weiteren von den Reben die Rede ist. Der Ausdruck, der hier ist, ist der gleiche. Und im Altertum gab es da die verkürzte Form der Sichel im Weinberg. Und dann heißt es weiter, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. Schaut, hier ist wieder das Bild der Weinlese, wo die Trauben geerntet wurden, dann in eine Felsvertiefung, ein Bassin geworfen mit einem Ablauf, dann getreten wurden und der Saft, der rauslief, wurde aufgefangen und dann zu Wein verarbeitet, denn Traubensaft, so lässt sich ja schlecht konservieren. Und hier geht das Bild dann über dieses Kältertreten, in der Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der großen Stadt getreten. Das ist Jerusalem. Und Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde. Schaut, hier ist wieder der Sprung vom Bild in die Realität, Blut bis an die Zügel der Pferde. Nun, es gibt Kurz- und Langzügel. Wenn man einen Langzügel fallen lässt, dann reicht er etwa so bis an die Knie eines Pferdes. Kann das sein, so viel Blut? Nun, Palästina ist ja nun keine norddeutsche Tiefebene, wo alles flach ist, wo man Samstag schon sieht, wer Sonntag zu Besuch kommt, sondern das ist ein Hügelland und da läuft Blut natürlich in den Tälern zusammen. Aber so viel Blut. Ich habe auch meine Zweifel gehabt, aber Berichte aus der Geschichte haben mich eines Besseren belehrt. Als Genghis Khan den vorderen Orient überrannte, da wurden so viele Menschen enthauptet, dass man die Häupter zu riesigen Pyramiden aufgetürmt hat und die Blutströme sind unvorstellbar. Im Ersten Weltkrieg, in der Schlacht von Verdun, haben auf einer Frontbreite von 20, 25 Kilometer haben nahezu eine halbe Million Menschen ihr Leben verloren. Die Berichte zeigen, die Granattrichter unten waren mit dem Blut der gefallenen Soldaten gefüllt. Und wenn hier 200 Millionen Soldaten aufmarschieren und Christus in seiner Allmacht gegen sie streitet, dann ist das für mich eine reale Aussage. Und dann heißt es, 1200, 1600
Stadien weit. Das sind 320 Kilometer, das ist die Strecke vom Norden Israels bis in den Negev, das ganze Land. Ganz starke Bilder, Getreideernte und Weinlese. Kapitel 15 ist jetzt nochmal ein Blick in den Himmel, wo die Engel sich vorbereiten, die 7 Zornschalen auszugießen. Auch davor wird uns gezeigt, dass aber im Himmel, da stehen schon die Vollendeten, die Gemeinde, während auf der Erde sich dann die großen Gerichte abspielen. Ich will jetzt noch die Zornschalen durchgehen und das nächste Kapitel, damit wir dann morgen einen zusammenhängenden Bereich für die Lehrpredigt haben. Jetzt gießen die Engel die Zornschalen aus und sie heißen ausdrücklich 7 Schalen des Grimmes Gottes. Eine Anmerkung: Zorn ist in unserer Sprache Beschreibung einer menschlichen Unbeherrschtheit. Zorn ist aber bei Gott keine Affekthandlung, sondern ist bei Gott Auswirkung von Recht und Gerechtigkeit. Der Erste ging hin und goss die Schale auf die Erde und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres und sein Bild anbeteten. Es kommt jetzt zu Zellveränderungen. Wir würden von Myom, von Krebs und von anderen Sachen sprechen, aber hier wird das all die treffen, die das Zeichen des Antichristen angenommen haben. Der Zweite goss aus die Schale auf das Meer und es wurde wie Blut von einem Toten. Wie ist ein Vergleich, sowohl in der Farbe als auch in der Vergiftung dabei. Und jede lebendige Seele, was im Meer war, starb. Und wir wissen heute, die Meere und die Lebewesen darin sind Grundlage für das gesamte ökologische System. Der Dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen. Und auch hier kommt es zu ähnlichen Wirkungen. Aber das Erstaunliche ist, dass hier, je stärker die Gerichte werden, heißt es dann, dass ein Engel vom Himmel sagt, du bist gerecht, der ist und war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Bei Gericht ist Schadenfreude nicht die geeignete Reaktion, aber die demütige Anerkennung, dass das Handeln Gottes richtig ist. Und nun gießt der Vierte seine Schale aus auf die Sonne. Während vor Verfinsterung war, kommt es jetzt zu starkem Anstieg der Hitze und der Temperaturen und die Menschen leiden darunter. Und dann heißt es, und sie taten nicht Buße. Das erinnert uns an die 10 Plagen, die von Gott durch Mose angekündigt, dann auch kamen. Obwohl Pharao immer wieder sieht, Gott ist am Wirken, ging er nicht darauf ein. Die Menschen werden erkennen, da ist ein Höherer, aber sie tun nicht Buße. Not, sagt der Volksmund, lehrt beten. Das ist nur bedingt richtig. Not verhärtet auch und lehrt genauso fluchen. Und das sehen wir hier, denn wenn man auf Gottes Reden nicht eingeht, dann gibt Gott dahin. Und ich sage es in meinen Worten, wenn du nicht willst, dann sollst du auch richtig nicht wollen. Denn die Voraussetzungen sind da. Der Fünfte goss die Schale auf den Thron des Tieres. Sein Reich wurde verfinstert. Die Menschen zerbissen ihre Zungen voll Qual. Aber sie taten keine Buße vor ihren Werken. Der Sechste, und jetzt haben wir die Übereinstimmung wieder mit den Trompeten, goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat.
Hier wird es wieder geografisch konkretisiert. Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang bereitet würde. Hier ist jetzt das Vordringen der asiatischen Großmächte in den vorderen Orient. Und das ist neben China mittlerweile auch Indien. Indien hat zwar ein großes Armutspotenzial, aber Indien ist mittlerweile auch eine aufstrebende Macht, vor allen Dingen im Medienbereich. Die Inder haben seit jeher eine ausgeprägte mathematische Begabung und viele der großen Firmen lassen programmieren in Indien. Damit die Könige von Sonnenaufgang von Osten dieses Schlachtfeld mitbetreten. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten, die satanische Trinität, drei unreine Geister kommen wie Frösche. Wie? Ja, wieso Frösche? Das war für Juden im Begriff der unreinen Tiere. Es sind Geister von Dämonen, das wird jetzt erklärt, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Harmagedon sieht aus, als würde der Antichrist all seine Kräfte konzentrieren, um Israel auszulöschen. Aber es ist Gott, der sie zum Gericht versammelt. Und dann heißt es weiter, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt, Berg bei Megiddo. Es wird von Norden her der massive Vorstoß kommen. Gog und Magog, die in im Hesekielbrief genannten Begriffe, deuten alle auf diese Gebiete im Norden dahin. Wir denken nur an den Iran und seinen Fanatismus, Israel auszulöschen, und das wird sich mit anderen Dingen verbinden. Der siebente Engel goss seine Schale aus in die Luft und es kommt eine Stimme, es ist geschehen. Es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, großes Erdbeben, wie im Alten Testament immer am Tag des Herrn beschrieben. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten. Und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht. Jerusalem wird durch das Erdbeben miterschüttet, hin und her in den anderen Ländern der Erde. Und die große Babylon, Kapitel 18, kommt dann gleich. Dieses Erdbeben am Schluss dieser großen Trübsal, der zweiten Hälfte der sieben Jahre, also jener 42 Monate, 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, wird so sein, jede Insel verschwand, Berge wurden nicht mehr gefunden. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Erde dann aussieht? Schwerer Hagel, Zentner schwer, fällt aus dem Himmel. Und die Menschen taten nicht Buße. Es ist eine Eskalation, die unglaublich ist. So, und nun, wenn ihr noch ein bisschen Kapazität habt, dann wollen wir uns das 17. Kapitel noch anschauen. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind trunken geworden vom Wein der Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und sieben Könige, sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Die Frau war bekleidet mit Purpur, Scharlach, übergoldet mit Gold, Edelgestein, Perlen. Sie hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon,
die große Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Ja, wer ist die Hure Babylon? Dafür hat es im Laufe der Geschichte schon so viele Deutungen gegeben. Sicher ist es, dass es immer die anderen sind. Und dabei haben Freikirchler auf die Staatskirche geschaut, die Erweckungsbewegung auf die katholische Kirche und die Inquisition, die Reformatoren auf den Papst, und es sind also davon so viele Deutungen möglich. Babylon aber ist ein Phänomen der Frühzeit der Menschheit mit dem Turmbau zu Babel. Wir wollen uns einen Namen machen, eine Stadt, die was darstellt, die bis an den Himmel reicht. Und Gott sagt, so weit ist es noch nicht. Und er kommt und zerstreut sie. Hier aber wird dieser ursprüngliche Ansatz, wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen, dass in den Himmel reicht, wir selber sind Gott. Damit weist dieser Begriff Babylon, was ja eigentlich auch Verwirrung bedeutet, schon in die Richtung von Religion. Das wird unterstützt auch von den Propheten, die das Abtrünnige Israel ja auch mit Babylon vergleichen. Wenn wir die einzelnen Aussagen, die hier anklingen ans Alte Testament, zusammenfassen, dann ist der Eindruck doch einer, der sich geradezu aufdrängt. Auch der Antichrist hat seine Kirche. Er wird die religiösen Gesamtbedürfnisse zusammenfassen und wird diese Kirche hofieren. Er wird sie tragen. Diese Hure Babylon sitzt auf dem Tier, in allem Prunk, in aller Ehre. Aber wir sehen später im Weiteren, dass das Tier und die Könige, wenn er das Ziel erreicht hat, sie liquidieren wird. Mich erinnert das alles so ans Dritte Reich. Hitler schreibt, ja, dort, wie es wird, und einer der Chefideologen schreibt unverblümt, wir werden uns mit den Kirchen verbünden, damit wir unser Reich aufrichten, und wenn das geschehen ist, wird Kirche und Religion liquidiert. Dann gibt es nur einen Gott, und der ist Adolf Hitler. Und dann gibt es nur ein Heil, Heilführer. Und da sind schon so viele Ansätze da, die einen erschrecken lassen. Denn große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, sagt der geschichtskundige Volksmund. So sehe ich in der Hure Babylon eigentlich die Kirche des Antichristen, ein Zusammenfassen aller religiösen Richtungen, auch christlicher Richtungen, die nicht Christus als den Sohn Gottes bekennen, anerkennen, der Mensch geworden ist, unser Erlöser, der für uns starb, der auferstanden ist und der Herr. Viele sagen ja, die Zukunft ist atheistisch. Nein. Atheismus ist die anstrengendste Religion, die es gibt. Man muss sich nämlich mit etwas beschäftigen, was es nicht geben soll und kann. Das ist sehr anstrengend. Also so eine Religion würde mir Dauerkopfschmerzen bereiten, denn das ist eine Spannung, die kann man ehrlicherweise nicht durchhalten. Er wird all das zusammenfassen. Und nun erfahren wir Einzelheiten. Das Tier ist nämlich nur in der Farbe unterschiedlich von dem Drachen und Antichristen, den wir in Kapitel 13 kennengelernt haben. Und der Engel sprach, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die sieben, und dass die sieben Köpfe und sieben Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Das Tier. Jetzt erinnern wir uns, der Antichrist, zu Tode geschlachtet,
wieder lebendig geworden. Hier haben wir die Übereinstimmung. Dieses Tier aber geht wieder ins Verderben, heißt es hier. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, vor Grundlogik der Welt an, werden sich wundern, dass das Tier war, nicht ist und da sein wird. Zweite Mal diese Kennzeichnung. Hier ist Verstand nötig und Weisheit. Gut, Verstand ist ein Appell an unser Denkvermögen. Weisheit hat es aber auch mit umgesetzten Dingen und Erfahrungen zu tun. Beides im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Und nun wird es gedeutet, die sieben Köpfe sind sieben Berge. Aha, Rom, die sieben Hügel von Rom. Nun, es gibt mindestens 10 weitere Städte, die auf 7 Hügeln gebaut sind. Das allein ist nicht zwingend. Berge sind in der biblischen Prophetie immer Herrschaften, Reiche. Auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Hier haben wir jetzt die Verbindung Berg und König als Herrschaft. Und jetzt müsst ihr Acht geben. Es sind 7 Königreiche. Die 5 ersten sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht da. Und wenn er gekommen ist, muss er eine kurze Zeit bleiben. So, jetzt haben wir eine Rechenaufgabe. 5 gefallen. Einer ist. Einer muss noch kommen. Und wenn er gekommen ist, nur eine kurze Zeit bleiben. Dass Könige und Herrscher sind, haben diese Dinge mit Israel zu tun. Und ich verstehe es so. 5 sind gefallen. Das sind die 5 großen Reiche, die mit der Geschichte Israels im biblischen Zeugnis verbunden ist. Ägypten, da waren sie gefangen. Assyrien, die assyrische Gefangenschaft im 8. Jahrhundert des Nordreiches. Babylonien, die babylonische Gefangenschaft. Griechenland, Alexander der Große und das Antiochische Reich dort und das Römische Reich, das jetzt ist. Wenn wir die alle zusammennehmen, dann ist die Frage, eins wird kommen, einer wird kommen, aber nur für kurze Zeit. Das ist jetzt hier ein Blick ans Ende. Da wird nochmal ein großer Herrscher kommen und in ihm wird sich das alles zusammenfassen. Das Tier, das war und nicht ist, ist selber von den 7 aber ein Achter. Aha, die erste Zeit scheint das alles im menschlichen Bereich. Dann der Tod, die Auferstehung und jetzt beginnt eigenständig der Achte, personifiziert und angebetet, der Antichrist. Er ist von den 7 und ist doch eigenständig, geht ins Verderben. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber auch wenn man das nicht versteht, kommt man trotzdem in den Himmel. Wenn man Jesus glaubt, tröstet euch dort. Nur für die, die da unbedingt weiterbohren wollen, da ist das aus meiner Sicht die beste Lösung. 5 sind gefallen, das sind die Reiche, die alle Israel bedrängt haben. 1 ist, das ist das Römische Reich. Und dann kommt 1 am Ende und aus diesem Reich kommt dann der 8. Und nun geht es weiter fort und da heißt es dann, die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige ausüben. Da wird ein 10er-Bündnis Grundbestandteil dieses Reiches sein. Eine Zeit lang war ich sehr sicher, dass das Europa ist, weil in den römischen Verträgen ja 10 Vollmitglieder vorgesehen sind. Inzwischen sind das 26 und wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Aber er wird ein Kernbündnis haben und das sich ausweitet auf alle. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Aha, jetzt kommt zur finalen Schlacht. Harmagedon ist Krieg des Herrn und des Lammes. Und dann heißt es,
Die Wasser, die du gesehen hast, das sind die Völker und Nationen. Die Hure sitzt an diesen Wassern. Das wird eine Gesamteinbeziehung aller Religionen, Ideologien und auch von einem christuslosen Christentum sein. Sie werden diese Hure mit Feuer verbrennen und vernichten. Und nun kommt das Interessante. Gleichzeitig ist Babylon nicht nur die Gemeinde, die Kirche des Antichristen, sondern sie ist auch die große Stadt Babylon. Kapitel 18, das ist jetzt das Interessante, hat jetzt drei Gruppen, die ihre Interessen in Babylon jetzt auswirken. Und das sind Könige der Erde, Kaufleute der Erde und Schiffsleute. Also die Politiker, die Wirtschaftsgiganten und die, die die Infrastruktur der Erde in der Hand haben. Damit erscheint für mich Babylon das Gesamtweltwirtschaftssystem, wie es sich heute darstellt, in einer Verknüpfung, wie wir uns das gar nicht denken können. Wird alles teurer, aber wie das zusammenhängt. Ich lese eine Zeitung, die hat nicht so viele große Buchstaben, aber dafür ganz lange Texte, die Frankfurter Allgemeine. Früher habe ich den Wirtschaftsteil immer beiseite geschoben, weil ich gedacht habe, Mensch, die ganzen Börsenkurse und all die Berichte. Aber seit einigen Jahren lese ich zumindest interessierte Überschriften und einige Artikel und denke immer, liebe Zeit, wissen wir denn überhaupt noch, wer das alles in der Hand hat? Die Politiker, die Wirtschaftsleute, die von der Infrastruktur, das scheint mir ein Intrigenstadel zu sein, der da richtig ineinander greift. Und dann heißt es, dass alles wird zusammenbrechen. Und sie alle werden trauern und traurig sein. Wir haben uns so gewöhnt an den Wohlstand. Materialismus ist ja die Gottheit, die heute überall angebetet wird. Das wird zerbrechen. Damit sind wir eigentlich an das Ende dieser großen Trübsal mit all den Gerichten gekommen. Und wir werden morgen dann in der Lehrpredigt sehen, wie wird denn das sein, wenn Christus kommt? Wie wird denn das sein, wenn er sein Reich aufrichtet? Wie wird denn das sein, wenn neuer Himmel, neue Erde? Ist das nicht toll, dass wir eine solche Perspektive haben? Wisst ihr, ich bin ja ein Bücherwurm am Lesen. Ich lese gerne auch spannende Bücher. Bei spannenden Büchern, aber es ist so, irgendwann juckt es mich, dann blätter ich auf die letzten Seiten und spicke dann doch, ob es gut ausgeht und wie. Und wisst ihr, genauso ist es mit der Offenbarung. Wenn man in dem ganzen Buch vor so drin ist, dann darf man mal nach hinten blättern, mal sehen, wie es ausgeht. Ah, neuer Himmel, neue Erde. Alles klar, danke Herr Jesus. Dann traue ich dir zu, dass du mich da auch durchbringst. Diese Perspektive wollen wir uns morgen dann in der Lehrpredigt anschauen. Denn wir leben in einer Hoffnung. Wir sehen die Dinge noch nicht. Aber wir leben in dieser Hoffnung. Und das ist eine Perspektive, die in einer mehr und mehr hoffnungslosen Zeit wirklich Mangelware ist. Und da dürfen wir uns dann morgen dran freuen. Verzeiht, dass ich in vielen Bereichen mit 7 Meilenstiefel durch diesen Text gehen musste. Aber sonst wären wir gar nicht hingekommen. Und wenn wir jeden Baum einzeln betrachtet hätten, hätten wir gar nicht gemerkt, dass wir mitten im Wald stehen. Und so habe ich dann mal versucht, ein bisschen größere Abschnitte zu nehmen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich in vielen Fällen mehr Fragen ausgelöst habe,
als Antworten gegeben. Aber da fühle ich mich in guter Gesellschaft, weil das Judentum sagt, das ist ein guter Lehrer, der bei seinen Schülern viele Fragen auslöst, weil das nämlich zum Selbststudium anregt. In diesem Sinn wünsche ich euch Gottes Segen, eine gute Nacht, und wenn ihr darüber nicht einschlafen könnt, dann blättert ruhig auf die letzten Seiten der Bibel und dürft versichert sein, es geht gut aus für die, die auf den trauen, der am Anfang gezeigt wird. Es ist nämlich die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht die Offenbarung Satans, nicht die Offenbarung des Antichristen, nicht die Offenbarung all dieser Dinge, sondern das Ende all dieser Dinge. Gott segne euch.